die mongolische Steppe. Am Horizont tauchen wilde Reiter auf. Und der junge Nomade träumt von der großen Vergangenheit seines Volkes zu Genghis Khans Zeiten. Nomaden. Ein Drittel der Einwohner der Mongolei führt heute noch das tradierte Leben der Viehzüchter. Viehhaltung ist der größte Wirtschaftszweig in diesem Hochland ohne Landwirtschaft. 3 bis 4 Mal im Jahr ziehen 800.000 Menschen mit ihren Herden durch die Steppe, auf der Suche nach frischen Weidegründen für ihre Pferde, Rinder, Ziegen und Schafe. Über unwegsame Pfade müssen die Gers, die zusammenlegbaren Nomadenhäuser, zu einem neuen Lagerplatz gebracht werden. Wie seit Jahrhunderten. Und doch wünscht die junge Nomadenfrau Gerell für ihren kleinen Sohn kein anderes Leben als das in der Steppe. Denn die Steppe gibt die Freiheit. Die Steppe gibt das Glück. Trunken vor Luft und Weite, kein Laut, soweit das Auge reicht. So besingt ein Gedicht das mongolische Grasland. Zeitlosigkeit ist hier das Zeitmaß. Nicht der Sekundenzeiger ist die Richtschnur der Nomaden. Der Lauf des Tages und der Wechsel der Jahreszeiten bestimmen ihr Leben. Im Einklang und im Kampf mit der Natur ziehen Mensch und Tier über das scheinbar grenzenlose Hügelland zwischen Russland und China. Unter dem Filzdach, geschützt vor Kälte und Hitze, schläft das Nomadenbaby im Gier, dem Wohn- und Schlafraum, dem Kinderzimmer und der Küche. Das Mongolenhaus ist den Lebensbedingungen der Nomaden ideal angepasst. Es lässt sich schnell auf- und abbauen. Die Raumaufteilung ist seit Jahrhunderten gleich geblieben. Der Arbeitsplatz der Frau im Osten, im Westen die Männerseite und immer nach Süden, zum Licht gerichtet, der Eingang. Vor der Tür sind die jungen Pferde angepflockt. So bleiben auch die Muttertiere in der Nähe des Gehers. Zu den Pflichten der Nomadenfrau gehört es, alle 2 Stunden die Stuten zu melken. Nur kurz dürfen die Fohlen an die Zitze, damit die Milch fließt und leicht gemolken werden kann. Girels 11-jährige Nichte Temu wurde vom weit entfernten Lager ihrer Eltern ausgeliehen, um der jungen Mutter zu helfen. Für die durstigen Fohlen bleibt nicht viel von der Muttermilch übrig, denn aus Stutenmilch wird Ayrak bereitet, das Hauptgetränk der Steppenbewohner. Schon früh müssen Nomadenmädchen lernen, die Frauenarbeiten zu übernehmen, müssen die kleineren Kinder Ziegen und Schafe hüten.
tagsüber und oft tagelang ist eine Nomadenfrau auf sich allein gestellt. Während ihr Mann nach den oft weit entfernten Herden sehen muss, verloren gegangene Tiere zusammentreibt oder Hengste einfängt. Doch sie kann sicher sein, bei ihrem Clan jemanden zu finden, der ihr hilft. Über 2,5 Millionen Pferde. Es gibt mehr Pferde als Menschen in der Mongolei. Ihre Tiere sind der Stolz der Nomaden und ihr Reichtum. Vom Gedeihen der Herde hängt die Existenz der Familie ab. Das Hüten der Pferde ist Männersache und ihre vornehmste Aufgabe. Eine lange, biegsame Lassostange, die Urga, ist ihr Zunftzeichen. Die Gedanken des Züchters kreisen ständig um seine Tiere, um die Rennpferde. Immer wieder müssen ungezähmte Hengste mit der Urga aus der Herde herausgefangen, müssen gezäumt und beritten werden, damit sie nicht verwildern. Die schnellen Renner werden von den Nomaden in vielen Gedichten besungen. Sie galoppieren wie der Wind, und ihre Gewalt ist wie eine Lawine. Steppenkinder werden mit Pferden und auf dem Pferderücken groß. Auch Chlama und Handa hielten die Zügel in der Hand, ehe sie richtig laufen konnten. Reiten ist die natürliche Gangart der Nomaden. Ohne Pferd ist der Steppenbewohner kein vollständiger Mensch. Chlama kann reiten wie ein Junge. Ihr Vater und der Großvater sind stolz auf das Mädchen. Doch die Familientradition der Pferdezucht kann nur von Söhnen fortgeführt werden. Ringen, Leidenschaft und Nationalsport der Mongolen. Das Kräftemessen spielt von alters her in der Steppe eine große Rolle. Unter den kritischen Blicken ihrer Cousinen trainieren die Kleinsten ihre Geschicklichkeit und Ausdauer im Kampf Mann gegen Mann. Wie alle Jungen träumen sie davon, berühmte Ringer zu werden und einmal an den Wettkämpfen beim Nadam-Fest teilzunehmen. Ich fand nichts Kostbareres als die Mutterliebe. Keinen besseren Trunk als die Muttermilch. Ich hörte keinen Gesang, der schöner war als ihr Steppenlied. Viele Gedichte preisen die Zärtlichkeit der Nomadenmutter, die vom Morgengrauen an für ihre Familie sorgt. Wenn der Herd angefeuert, Tee oder Suppe gekocht ist, die Kühe und Stuten gemolken sind, muss sich Gerel manchmal auf den Weg machen, um die Vorräte ihrer Küche zu ergänzen. In diesem Sommer befindet sich der Lagerplatz der Familie auf der Hochebene eines der dicht besiedelsten Gebiete der Mongolei. 1,7 Menschen leben hier pro Quadratkilometer.
Gerels Mann und der Mann ihrer Schwester haben nahe am Orchonfluss ihre Giers aufgeschlagen. In diesem Tal ließ vor 800 Jahren Chinggis Khan eine Stadt errichten. Karakorum. Jetzt heißt der Ort Charchorin und liegt 400 Kilometer von der heutigen Hauptstadt Ulaanbaatar entfernt. Die meisten Bewohner gehören zu den Chalka-Mongolen, der größten Volksgruppe des Landes. Auf dem Markt werden nicht nur Waren gehandelt, auch Nachrichten werden hier gesammelt. Denn Radio oder Fernsehen besitzt kaum jemand auf dem Lande. Auch Gerels Ankunft bleibt natürlich nicht unregistriert. Obwohl der Markt Schwarzmarkt heißt, ist er nicht illegal. Privatwirtschaft ist nach Ende der sozialistischen Planwirtschaft wieder erlaubt. Die Nomaden handeln mit ihren Milchprodukten. Und in Blechcontainern und ausrangierten Eisenbahnwaggons kann jeder alles kaufen, was aus Ulaanbaatar herangeschafft wird. Wer zum Markt reitet, kann sicher sein, Bekannte zu treffen. Und natürlich macht Gerel der Einkauf zusammen mit Freundinnen mehr Spaß, selbst wenn sie nur ein wenig Nähgarn sucht und noch für einige Tugrik Salz kaufen will. Neben der Landeswährung Tugrik ist der Dollar in der Mongolei ein so begehrtes Zahlungsmittel, dass er meist schwarz getauscht wird. Charchorin, eine Provinzstadt mit etwa 20.000 Einwohnern. Nichts erinnert daran, dass dies einst die Residenzstadt des mongolischen Weltreichs war. Seit Karakorum im 14. Jahrhundert von den Chinesen vollständig zerstört wurde, hat es nie mehr seine alte Bedeutung erlangt. Wenn es auch scheint, als ob die Zeit hier stillstehe, sie ist doch fortgeschritten. Während der 70-jährigen Kommunistenherrschaft wurde ein Kraftwerk in Charchorin errichtet. So hat sich über Genghis Khans Stadt wie Spinnweben ein Netz von Stromleitungen gezogen, durch die das schwache Licht des technischen Fortschritts in die Holzhäuser fließt. Gerels Mannes Vater hebt seine Enkelin aufs Pferd. Es ist eine Weihehandlung. Damit wird die Dreijährige zu einer echten Mongolin. Gegenwart und Vergangenheit verschmelzen, wenn beim alten Pferdezüchter die Erinnerungen aufleben. Mit 6 Jahren lernte ich auf einem schnellen Pferd reiten. Davor konnte ich auch schon reiten, aber nur um die Schafe zu hüten. Ein Rennpferd ist was anderes. Ein Rennpferd zu reiten ist viel schwieriger. Besonders gefährlich sind die Kurven. Da kann man leicht aus dem Sattel fallen. Die Geschwindigkeit kann am Anfang des Rennens 70 oder 80 Kilometer betragen. Bei der Hälfte der Strecke sinkt das Tempo auf 40 Kilometer pro Stunde und am Ziel sind es etwa 30 Stundenkilometer. Zu meiner Zeit sind die Kinder ohne Sattel geritten. Das hat auch seine Vorteile. Während des Rennens konnte ein Kind vom Pferd heruntergleiten und kam wieder auf die Beine, ohne sich zu verletzen. Es gab niemals irgendwelche Verletzungen.
Verklärt erscheinen die Bilder der Kindheit. Der Stoff, aus dem die Mythen sind. Als Kind nahm ich auch an Wettkämpfen teil, die über große Entfernungen gingen. Ich habe zwar nicht gewonnen, immerhin zählte ich zu den 6 oder 7 Besten. Irgendwo in der grenzenlosen Steppe. Menschenmassen eilen am Nadam-Fest mit mongolischer Ruhe zur Zielfahne des Pferderennens. Pferderennen, der Höhepunkt im Jahreskreis der Nomaden. Das Geschrei täuscht. Es sind keine Krieger, die ins Ziel stürmen, sondern Kinder. Wenn es das Ziel ganz nah vor Augen hat, ist das Kind, weil es ja noch jung ist, nur von einem Wunsch erfüllt. Und es sieht nicht die Gefahren. Es überwindet die gefährlichsten Stellen, als ob das nichts wäre. Nun, die Pferde selbst sind auch sehr unterschiedlich. Das eine Pferd will gepeitscht werden. Je mehr man es peitscht, desto schneller wird es. Andere galoppieren von ganz allein mit Höchstgeschwindigkeit. So unterschiedlich ist das. An warmen Sommertagen wird die Küche ins Freie verlegt. Buttertee für den Tagesbedarf. In die frisch gemolkene Milch hat Girel einige Teekrümel geworfen, mit etwas Fett und leicht gesalzen aufgekocht. Nun wird unermüdlich geschöpft. Alles, was getan werden muss, geschieht ohne Hast. Und die Ziegenherde, die die wertvolle Kaschmirwolle liefert, findet allein ihren Weg. Hausfrauenpflichten. Ein neuer Überzug für das Filzdach und die Filzwände des Gehers muss genäht werden. Der dicht gewebte helle Stoff, der das Nomadenhaus in der Sonne leuchten lässt, schützt den Filz gegen Regen. Im Winter bei über 40 Grad minus müssen unter diese Stoffbahnen mindestens 3 Filzschichten gelegt werden, damit die Steppenbewohner in der Kälte überleben. Jeder, der ein Gär betritt, ob Nachbar oder Fremder, bekommt eine Schale mit Ayrak gereicht. Stutenmilch wird bei allen rituellen Anlässen getrunken. Und die Begrüßung eines Gastes ist ein Ritual. Das Zusammenleben in der Steppe wird von Gesten geprägt. Und es bedarf weniger Worte. Kein Wegweiser zeigt die Richtung zum heiligen Ort. Auf der Höhe eines kleinen Berges, unweit und weit von Chachorin, haben sich Mongolen versammelt, um den ewigen Himmel und die Naturmächte zu verehren. Schon vor Morgengrauen waren die buddhistischen Mönche aufgebrochen, um mit den Gebeten zu beginnen. Auch Chlama und ihre Schwester dürfen an der Feier teilnehmen. Die Zeremonien sind ihnen wie vielen jungen Nomaden etwas befremdlich. Doch den Mönch, der die Riten durchführt, kennen die Mädchen gut. Es ist ihr Urgroßvater. Was 70 Jahre lang nur im Verborgenen vollzogen werden konnte, dürfen die Mönche nach dem Ende des Kommunismus öffentlich zelebrieren. Die alten Mächte haben über die sozialistische Heilslehre gesiegt.
Doch war ihr Einfluss je gebrochen? Von den Nomaden wurde die Natur stets als lebensspendend und lebensbedrohend erfahren, von Geistern und Mächten bewohnt, die es zu achten und zu verehren gilt. Doch ihr Umgang mit den göttlichen Wesen ist unverkrampft und sorglos. Natürlich gehört zu einer heiligen Feier auch ein Festmahl, bei dem man sich für die anschließenden Sportwettkämpfe stärkt. Wodka als Weihwasser. Für den ewigen Himmel, für die Steppe, für die Erde. Dreimal schnipst der Lama einen Tropfen aus dem Glas, um auch den Ringkämpfen die nötige Weihe zu geben. Auftritt der starken Männer. Beim Kampfritual ahmen die Ringer mit ausgebreiteten Armen den unbesiegbaren Adler nach. Auch bei diesem kleinen Nadam am Heiligen Berg können die Ringer ihre Chancen für die Teilnahme am großen Staatsnadam in der Hauptstadt verbessern. Eine Legende berichtet, dass einst, als die Wettkämpfe noch im geschlossenen Mongolenmantel ausgetragen wurden, ein Unbekannter antrat und alle Gegner besiegte. Dann aber stellte sich heraus, dass der Sieger eine Frau war. Seitdem müssen Ringer mit nackter Brust und in knapper Hose aus reißfester Seide antreten. Zwei Stunden trainiert ein ehrgeiziger Ringkämpfer täglich und feilt an seiner Wurftechnik. Der Wurf war zwar regelgerecht, doch dem Unterlegenen wurde der Armknochen zerschmettert. Gespannte Aufmerksamkeit. Kein Arzt ist mitten in der Steppe zur Stelle, um Knochen zu richten und Schmerzen zu betäuben. Gesetze der Steppe. Fünfmal größer als Deutschland ist die Mongolei. Auf 20 Millionen Tiere wird der Viehbestand geschätzt. Und jedes verendete Tier, ob Schaf oder Ziege, Rind oder Pferd, wird von den Aasfressern entdeckt. Der Weg zur nächsten Stadt. 50 Kilometer oder zwei endlose Autostunden von Chachorin entfernt, Khushiyet. Eine Kleinstadt, der man die sozialistische Vergangenheit ansieht. Zerbröckelnder Fortschritt in traditioneller Umgebung. Zum Missfallen älterer Mongolen tragen die jungen Mädchen nicht mehr den Deer, das lange Gewand der Steppenbewohner. Die Schülerinnen sind an Mode interessiert und hoffen im Einkaufszentrum Zeitschriften mit den neuesten Mode- und Musiktrends zu finden. Eine vergebliche Hoffnung. Die Versorgung der Landbevölkerung mit Gebrauchsgütern kann sich oft lange verzögern. So wird jetzt nur besorgt, was auf den Einkaufslisten ihrer Mütter steht. Die Mongolei gilt als eines der jüngsten Länder der Welt. 70% der Bevölkerung waren 1999 unter 35 Jahren. Die modebewussten Jugendlichen von Khushiyet haben eine in Vergessenheit geratene Tradition wieder aufgenommen, das Bogenschießen. Zu Genghis Khans Zeiten verbreiteten die mongolischen Bogenschützen in der ganzen Welt Schrecken und Angst. Später wurde der Bogen zu einem Sportgerät
und Bogenschießen gehört zu den drei Sportarten der Wettkämpfe am Nadam. So kam die Waffe der Welteroberer in Frauenhand. Je nach Alter der Schützinnen variiert die Entfernung zum Ziel. Bogenschießen bedeutet, ich muss zuerst meinen ganzen inneren Willen zusammennehmen. Nur dann kann ich eine sehr gute Bogenschützin werden. Das muss man beim Schießen berücksichtigen. Das Wichtigste ist der Blick und die Pfeile. Und dann kann man gut schießen. Über eine Distanz von 50 bis 75 Metern müssen kleine, am Boden aufgestellte Zielgegenstände getroffen werden. Mit 14 Jahren habe ich mit dem Bogenschießen angefangen. Ich mag Sport sehr. In der Schule gab es einen Wettbewerb, die Spartakiade. Da habe ich teilgenommen und durfte 20 Pfeile schießen. Mit 16 Pfeilen habe ich das Ziel getroffen und so habe ich gewonnen. Seitdem lässt mich das Bogenschießen nicht mehr los. Das Ziel der 12-jährigen Bolo Ma, sie will am großen Staatsnadam in Ulaanbaatar teilnehmen. Das Vorbild der Mädchen in Khushiyat ist die Meisterschützin Munch Tsetsek, die schon 6-mal den Wettbewerb gewonnen hat. Jeder muss Bogen und Pfeile wählen, die seinen körperlichen Voraussetzungen entsprechen, seiner Größe und dem Gewicht, das er stemmen kann. Mein Bogen hier gehört zum Beispiel zu denen, die ziemlich viel Kraft erfordern. Jeden Tag schieße ich 40 Pfeile, am Vormittag 20, am Nachmittag 20. Das heißt, ich benötige diese Spannkraft 40 Mal am Tag. Wir warten alle mit großer Ungeduld auf das Nadam-Fest. Im Winter müssen wir eine Pause machen, aber dann im Frühjahr, im Mai, können wir schon nicht mehr richtig schlafen und wollen nur noch Bogen schießen. Munch Tsetsek ist die populärste Frau in der Mongolei. Ich habe schon an 2 IMAX-Wettbewerben im Bogenschießen teilgenommen. Einmal beim Schulwettbewerb und einmal auf Staatsebene. Als ich zum ersten Mal dabei war, waren da so viele Menschen, dass ich zitterte. Mir war ganz mulmig. Ich bin meiner Mutter ähnlich. Ich bin genau wie sie nicht so gut im Laufen. Das Bogenschießen schien mir leicht zu sein. Deshalb habe ich diesen Sport gewählt. Schachspiel nach eigenen Regeln. In den Sommermonaten haben die Kinder keinen Schulunterricht. Die Zahl der Nomadenkinder aber, die eine Schule besuchen, ist seit dem Zusammenbruch des Kommunismus um 2/3 zurückgegangen. Denn jetzt müssen die Eltern Lehrmittel und Internatskosten bezahlen. In der Steppe ist die Staatsfahne gehisst. Wahltag in allen 21 IMAX der Mongolei. Seit das Parlament 1992 eine demokratische Verfassung verabschiedete, wurden die Steppenbewohner häufig zur Stimmabgabe ins Wahlgeher gerufen. Doch die politische Wahlfreiheit hat auch wirtschaftliche Probleme gebracht. In einer kapitalistischen Demokratie wird den Viehzüchtern nicht mehr die Abnahme ihrer Herden staatlich garantiert. Mehr als die Wahl zwischen den verschiedenen Parteien scheint für die Nomaden die Vorstellung anziehend, beim Wahlzelt Verwandte
und Freunde zu treffen. Das traditionelle Begrüßungsritual der Männer. Sie tauschen ihre sorgsam verwahrten Schnupftabakfläschchen und jeder nimmt symbolisch eine Prise. Politisch besitzen die Frauen die Gleichberechtigung und reihen sich in die Schlange vor dem Wahlzelt ein. Doch sie wissen wahrscheinlich am besten, dass die Menschen in der Steppe anderen Gesetzen als den Regierungsanordnungen unterworfen sind. Keine Regierung in Ulaanbaatar kann sie vor den Naturgewalten, vor Dürre oder Kältekatastrophen schützen. Aber auch kein Regime kann ihnen unter dem weiten Himmel das Glücksgefühl der Freiheit nehmen. Viele der Nomaden, die erwartungsvoll in die Hauptstadt gezogen waren, wurden unglücklich. Und nicht wenige kehren aufs Land zurück. Denn das Sprichwort sagt, wenn ein Mongole von seinem Pferd getrennt wird, was bleibt ihm dann noch als zu sterben? Pferdetränke, der Orchon-Fluss im Tal von Chachorin. Ein Pferd ist ein sehr schlaues Tier. Man sagt dummes Tier, das stimmt nicht. Das Pferd ist sehr klug. Es hängt wesentlich davon ab, bei welchem Züchter es gehalten, gepflegt, umsorgt, getätschelt, getan und gemacht wird. Wenn ein Züchter von ruhiger Natur ist, dem Pferd viel Liebe gibt, es pflegt, viel Zeit mit ihm verbringt, umso anhänglicher und dankbarer wird das Pferd. Ist ein Züchter aber streng und wird immer strenger? Nein, dadurch kann man ein Pferd nicht zähmen. Es wird nur aggressiver und unberechenbarer. Es fühlt sich ungerecht behandelt und wird angriffslustig und schreckt vor nichts mehr zurück. Mehr als 4 Wochen bereiten die Pferdezüchter ihre Tiere auf die Wettkämpfe vor. In Trainingsrennen prüfen sie immer wieder die Ausdauer der Pferde. Ein Pferdezüchter kennt keine freie Minute. Er muss ständig etwas tun. Man sieht ihn immer in Bewegung. Er säubert das Pferd, bürstet es, trainiert es und hat es immer im Auge. Nun, außerdem bereitet er das Pferd vor, trainiert es Schritt für Schritt. Heute 5 Kilometer, morgen 8, übermorgen schon 12 Kilometer. So verlängert er immer die Strecke, um es so gut wie möglich vorzubereiten. Nadam, das Fest der Nomaden. Gelegenheit zu sehen und gesehen zu werden. Man zeigt sich in seinem schönsten Gewand
und von seiner schönsten Seite. Der Ringplatz. Er hat bisher alle Gegner besiegt. Endkampf des Ringerturniers beim Nadam. Wer bei einem Nadam 5 Gegner besiegt, kann den Titel Falke tragen. Beim Turniersieg steigt er zum Elefanten auf. Nach weiteren Siegen darf er sich Löwe nennen. Ein nationaler Meister bekommt den Gigantentitel verliehen. Dann wird mit jedem Sieg sein Titel länger. Er wird zum erhabenen, herrlichen, unbesiegbaren Giganten. Ein Ringkampf kann wenige Sekunden dauern oder mehrere Stunden. Solange sich ein Ringer auf den Beinen halten kann und nicht die Erde mit Knie, Kopf, Schulter oder dem Rücken berührt, ist er nicht besiegt. Eine Taktik der mongolischen Ringer, den Gegner warten zu lassen, um ihn in Sicherheit zu wiegen und dann blitzschnell zuzupacken. Jeder Ringer hat einen Sekundanten, der die Kappe des Kämpfers, seine Farben hochhält, der ihn anfeuert und der auch als Schiedsrichter fungiert. Doch Schiedsrichter ist hier jeder Zuschauer. Der Kampf scheint entschieden. Der Sieger will zum Adlertanz ansetzen. Wütender Protest des Publikums. Der Sekundant des Unterlegenen protestiert. Sein Mann sei über die Zuschauer gestolpert. Allgemeine Verwirrung. Der Oberschiedsrichter greift ein. Der Kampf muss fortgesetzt werden. Doch jetzt müssen die Ringer im Standkampf sofort zum Wurf ansetzen. Diesmal ist an dem Sieg nicht zu zweifeln. Doch nur widerwillig unterwirft sich der Verlierer den Riten und geht unter dem Arm des Siegers hindurch. Vom Sammelplatz der Rennpferde ertönt ein eigenartiger Singsang. Bevor sie an den Start gehen, stimmen die kleinen Reiter mit geschlossenem Mund einen Kampfgesang an, um sich Mut zu machen. Nur Kinder zwischen 6 und 12 Jahren dürfen die Pferde im Wettkampf reiten. Denn es geht um den Ruhm der Pferde und des Züchters, nicht um den der Reiter. In der Trainingszeit muss das Kind lernen, sich auf das Rennen einzustellen. Das Kind passt auf, welche Strecke es nehmen muss. Wenn es einmal die Erfahrung gemacht hat, dass eine Strecke durch Hindernisse erschwert war, beispielsweise durch Felsbrocken, wird es das nächste Mal einen anderen Weg wählen. So macht es sich seine Gedanken und zieht seine eigenen Schlussfolgerungen. Wenn ein Reiterkind eine Rennstrecke schon öfter bewältigt hat, hat es dabei auch schon sein Pferd kennengelernt. Es weiß, wo es die Zügel locker lassen muss oder wo es sie straff anziehen muss. 32 Kilometer vom Ziel entfernt. Die Hengste stehen zum Start bereit.
alter mongolischer Vers lautet: Wenn der Staub von den Hufen der Rennpferde die Götterwelt erreicht, herrscht in der Welt der Menschen Friede, Glück und Wohlstand. Fest steht das Ziel. Welchen Weg Reiter oder Pferde nehmen, bleibt ihnen überlassen. Meist folgt das Feld demjenigen, der vorneweg galoppiert. Beim Nadam-Fest gibt es meist mehrere Rennen und manche der kleinen Jockeys müssen die riesige Strecke mehrmals bewältigen. Doch selten gibt es einen so erbitterten Zweikampf bis zur Zielfahne. Lange nachdem die ersten Pferde durchs Ziel gestürmt sind, tönen die Anfeuerungsrufe vom Festplatz herüber. Ehe alle Reiter angekommen sind, können mehr als 10 Minuten vergehen und nicht alle kommen an. Bei diesem Rennen sind 2 Tiere tot zusammengebrochen. Wenn am Ende des Festes der Lobpreis zu Ehren des siegreichen Pferdes weit über die Steppe schallt, bewahrheitet sich für die Nomaden das Sprichwort: Die Steppe gibt die Freiheit, die Steppe gibt das Glück.